Das Opelwerk in Eisenach. Die Variantenvielfalt bedeutet für die Produktion einen hohen logistischen Aufwand. Allein vom Adam gibt es über 80.000 Designmöglichkeiten. Jedes Auto wird nach Kundenwunsch hergestellt. Adam und Corsa werden hier zusammen auf einer Linie gefertigt. Über 500 Fahrzeuge pro Tag. Die große Herausforderung ist natürlich, das Material zu handeln. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir einen kompletten Teilesatz zurzeit für unseren existierenden Corsa an die Fahrzeugmontagelinie anstellen und parallel dazu für den neuen Corsa bereits den neuen Teilesatz auch entsprechend halt eben zur Verfügung stellen müssen. Wir müssen uns vorstellen, ca. 9000 Teilenummern hat ein Fahrzeug. Und der Werker muss natürlich auch genau wissen, welches Teil geht in welches meiner Fahrzeuge auf der Linie. Unzählige Blechelemente, die zuvor im Presswerk gefertigt wurden, warten hier auf ihren Einsatz. Im Rohbau schweißen Roboter die Teile zunächst zu Karosserien zusammen. Mit einem Ultraschallmessgerät überprüft ein Mitarbeiter die Festigkeit der Schweißpunkte. Beim Punktschweißen fließt Strom, der die Bleche miteinander verschmilzt. Mit dem Echo wird genau diese Verbindung überprüft. Denn Qualität ist immer das A und O, auch bei den ersten Fahrzeugen einer neuen Serie. Kai Stephan, verantwortlicher Manager für die Anlaufphase des neuen Corsas, misst mit einem Kollegen daher stichprobenartig die Schweiß- und Spaltmaße und den Flächenversatz, sowohl an der Karosserie als auch am fertigen Fahrzeug. Wenn der Kunde ein Fahrzeug bestellt, auch wenn es das erste Fahrzeug ist, was wir hier in Serie bauen, dann muss die Qualität stimmen, genauso wie nach 2 oder 3 Jahren Serienproduktion. In der Lackiererei bekommt der Kleinwagen endlich Farbe. 37 Roboter versprühen den Lack durch hauchdünne Düsen auf die großen Flächen der Karosserie. Dort, wo die Hightech-Arme nicht hingelangen, sind die Mitarbeiter gefragt. Per Hand besprühen sie Ecken und Kanten und besser mögliche Lücken aus. Trotz vieler poppiger Designs lieben die Deutschen übrigens die klassischen Farben, obwohl es auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Frisch lackiert geht es in die Fertig- und Endmontage. Pro Schicht sind hier 200 Mitarbeiter auf 43.000 Quadratmetern im Einsatz und fertigen je Stunde rund 40 Fahrzeuge. An einer Stelle wird es fast romantisch. Bei der sogenannten Hochzeit. Darunter versteht man in der Automobilbranche das Zusammenfügen von Karosserie und Motor. Auf den letzten Metern wird dann nochmal ordentlich geschraubt. Tankdeckel, Sitze und die Räder kommen ans Fahrzeug. Am Ende der Strecke wird das Auto dann zum Leben erweckt. Die Qualitätsmanager starten zum ersten Mal den Motor.